Moin, sein herzlich willkommen zum Immer 615. Wer die letzte Folge verpasst hat, er sollte sich schämen. Und damit geht's los in diese Folge hier. 200 fahren wir. Wir fahren heute mit Bowser, weil alleine Bowser in letzter Zeit so gut ist, dass wir mit Bowser jetzt heute mal fahren sollten. Wir fahren auch mit seinem U-Boot. Weiß gar nicht, ob das so... Boah, Tempo, das ist schon hoch. Schon lieber hier was Kleineres. Was ist das? Ein hohes Tempo. Weil es sind grundsätzlich hier alles sehr hohe Tempos. Ich möchte schon ein bisschen Beschleunigung haben. Dann fahren wir mit Standardreifen. Und heute mal mit... ihm. Rübenkap, los geht's. Ei, Karamba, was war das letztes Mal für eine Folge? Wie gesagt, wenn ihr das nicht gesehen habt, schämt euch. Solltet ihr definitiv euch nochmal angucken. Ja, heute in New York Speedway unter anderem Rübenkap. Ja, bislang ist das ja eine interessante Geschichte mit diesem 200er Cup. Und bislang gefällt mir das 200er hier wirklich sehr. Und ich bin, wie gesagt, positiv überrascht davon. Oh, das war viel zu früh. Ja, Kollege, du sollst genau nach vorne werfen mal. Dann geht auch hier raus. Wow, Luigi. Hier kommt der Zweiter, Mario Erster. Irgendwo in der Versenkung hinten fest. Wohin? Ja. Okay, kein übermäßig hohes Gleiten. Münze. Ja, Luigi auf P. Schon mal Mario überholt. So. Oh Gott, bitte doch nicht jetzt. Oh, 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 aber wir sind Erster. Auch wenn es nur 4 Münzen sind. Aber wir sind Erster. Ja, so wie Bowser sich gerade ist, in der Pose, wo Bowser sich gerade befindet, so befinde ich mich gerade auch. Und ihr seht es nicht. Muahaha. Oder sowas in der Art. Oder sowas in der Art. Ach. Ja, hier war eigentlich immer super bei 100, bei 150 Drift. Aber ich weiß nicht, was da passiert. Jetzt bei 200. Also, hier war echt super Driften auf 150. Okay, einige Drifts müssen wirklich sehr gekonnt hier einsetzen. Und einige musst du ja noch nicht mal driften, weil wenn du zu driftest, dann ist das problematisch. Hier schön auf der langen Gerade. Genau, hier bremsen. Einfach bremsen. Oh shit. Ja. So. Machen wir einfach mal hinten. Boah, zwei Kugeln. Ja. Ich weiß jetzt Bescheid, Leute. Ihr könnt alle diese Strecke. Ah. So. Brauchen wir so ein kleines Comeback. Oh.
Kleines Comeback, kleines Comeback, kleines Comeback, kleines Comeback. Ah, schade, Zweiter. Da war vielleicht mehr drinne, aber ey, komm, ist in Ordnung. Ja, da brauchten wir eben ein großes Comeback. Das war eben leider nicht ganz da. So. Drittes Rennen. Jetzt zur Bahn. Interessant, wenn das jetzt hier gleich... Weil eigentlich diese Strecke auch nicht dafür ausgelegt ist, glaube ich, für 200 Fahren. Aber ich fand sie schon damals einfach so, dass sie einfach viel zu lange geraden Passagen hat. Vielleicht macht es das die 200er-Dings jetzt hier interessanter. Oh, ja. Ich wollte schon sagen, oh Bombe. Ist nicht so schnell, ne? Boah, der Zug war fast zu schnell. Eieieiei. Ich habe ein Schutz-Item. Aber keine zwei, aber es reicht. Wir gewinnen. Ja! Also 200, hochinteressant. Hochinteressant. Ah. Hochinteressant. Was ist denn so interessant? Man liegt das Flipper. Die Strecke ist auch so eine... Im Lauf oben nicht wirklich weitläufig. Also das wird wahrscheinlich hier oben ein Problem werden. Aber unten eigentlich sehr einfach werden. Hier oben wird das aber das Problem sein. Da musst du hier schon, genau, da darfst du hier keinen Stunt machen. Du musst schon beim Kurve runter anfangen zu driften. Gut, hier ist noch nichts. Die Bälle sind zu langsam. Wie gesagt, das Spiel geht ja nicht davon aus, dass du hier auf 200 fährst. Da ist er. Da ist er. So, weiter geht's. Okay, wenn du weißt, wie du driften musst, dann ist das gar nicht mal so schwierig, sagte er und scheiterte. Aber hier fahren wir jetzt ja im 150er-Modus gerade auf klein. Wow, 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 wow. Okay. Das einzige Problem ist jetzt das hier. Das hier hinkriegen, dann haben wir es. Ja. Sauber. Wie gesagt, hier kein Stunt. Wow, 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 wow. Oh Gott. Jetzt bitte fahr durch, Bowser. Jawohl, wir gewinnen das Rennen. Aber es ist interessant. Es ist interessant. Muss man mal so unterschreiben. Es ist interessant. Meine lieben Freunde, die Pflichten und Alter. Es ist interessant. Also,
Da gibt's keine zwei Meinungen. Und ich hoffe, dass ihr auch genauso interessant fandet heute und morgen, nächste Folge, wichtig, letzte Folge. Ausgenommen natürlich, morgen schaffen wir das nicht, Goldpokal zu kriegen. Wäre ärgerlich. Aber man sagt, man darf niemals nie sagen, also. Ach ja, gut, bis zum nächsten Mal, ciao.